Uhrzeit passt, hierher zu kommen und habe mir jetzt schon zwei, drei Darbietungen angeschaut. Sehr schön, interessant und immer wieder ja, überraschend, welches Musikleben Hoyerswerda bietet. Ich finde das schön, dass in Hoyerswerda mal sowas gemacht wird, damit die Leute mal alle aus ihren Häusern rauskommen und sich ein bisschen der Kultur widmen. Es wird immer gesagt, es gibt nicht viel hier in Hoyerswerda, was gemacht wird, und solche Sachen sollten öfters durchgeführt werden. So viel Zeit für Träumereien, so viel Glück für sich allein. Wenn sie treibt und selbst nicht weiß, wohin die Spaziergänger. Jedes Jahr zum Sommeranfang. Am 21. Juni erklingt die Fête de la Musique. Was 1982 mit der Idee des damaligen französischen Kulturministers Jack Lang, ein paar Stromanschlüssen und viel musikalischen Idealismus in Paris begann, hat sich längst zu einem globalen und populären Ereignis entwickelt. Bei der Fête de la Musique werden keine großen Bühnen bespielt, sondern eher die lauschigen Ecken. Das Fest kommt fast ohne Technik aus. Wichtig ist die Nähe zwischen Musikern und dem Publikum. Im Jahre 2013 konnte Hoyerswerda auf Initiative der Kulturfabrik und mit zahlreichen Partnern am 21.06. zum ersten Mal an diesem Projekt teilnehmen. In der dritten Mittelschule, ich weiß, hier gibt's Kids und hier gibt's auch coole Mädchen, Jungs, Leute, die hier lernen, die was aus ihrer Zukunft machen und sich weit entfernen. Macht was aus eurem Leben, ihr müsst alles geben, ihr müsst euch nach vorne bewegen, was geht ab, Hoyerswerda? Doch warum machen so viele Künstler mit? Wir spielen in Irish Folk, ein bisschen Country-Musik. Zwar nicht so die bekannte Country-Musik, sondern die, wo man Hendrix drauf tanzen kann. Und wir wollen auch die deutschen alten Volkslieder, die richtigen deutschen Volkslieder, die nicht im Musikantenstadel laufen, die wollen wir wiederbeleben. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but my darling, when I think of thee. Sitting, thinking, thinking and drinking, wondering what I'm doing through tonight. Oh, no, for my neighbor, I've given up here. Doch auf andere Ebenen. Schwester, du aus Feuer und Eisen, Schwester mit dem dicken Bauch, bist du eine von den ganz Heißen und brauchst deinen Heizer auch. Er hat sich verplempert mit Liebesaffären. Die Fête de la Musique, ein neuer Höhepunkt im Kalender der Stadt Hoyerswerda. Also am Anfang gibt es eine Erwärmung mit Dirk. Dann gibt es je nachdem szenisches Spiel, Sprechspiele, alles was mit Theater zu tun hat. Dann gibt es immer eine Mittagspause. Dann spielt man wieder Theater bis 16 Uhr ungefähr. Und dann gehen wir meistens nach Hause und gucken uns davor noch den Film an, also was wir aufgenommen haben, ja. Und dann hat man frei. Eine Woche lang ging es im Theatercamp der KUFA um darstellerisches Spiel und szenische Übungen. An der Sprache wurde genauso gefeilt wie an der Haltung. Doch was ist wichtig beim Spiel? Also es liegt auch an bestimmten Gesten, zum Beispiel man stellt sich gerade hier hin, den Blick geradeaus, stark bleiben, oder Tiefstatt, das wäre dann eher, wenn man leicht gekrümmt geht und den Blick, also keinen Augenkontakt halten kann. Hallo, ich bin Frau Müller, ich bin wegen des Briefes hier. Naja. Sie haben darin meinen Sohn beschuldigt, dass er gestohlen haben soll. Ja, Frau Müller, das ist aber leider so, denn der Klassenlehrer war Zeuge. Der Klassenlehrer hat aber gesagt, dass... Ja, deswegen werden wir Ihren Sohn auch nur mit einem Tag in die Schülerakte bestrafen. Wissen Sie, können Sie das nicht verschieben? Mein Mann ist immer so jähzornig. Ja, es tut mir leid, Frau Müller, das geht nicht. Aber wenn man dann wieder... Ja, es tut mir leid, aber es gehört nicht hierher. Auf Wiedersehen, Frau Müller. Das hätte ich mir denken können. Hier hat sich seit 100 Jahren nichts geändert. Das macht Spaß mit, den Leuten zu arbeiten und Theater zu spielen.